Jo, Leute, was geht ab? Ich bin hier mit L. Was geht, L? Alles was gut? Geht? Ein guter Kumpel von uns, Dennis, hat uns so ein Spiel empfohlen, hat so ein Spiel rausgebracht. Das nennt sich, wie nennt sich das Spiel? Throne Wars. Rede ich mit Throne Wars. TH. Ja, genau, TH mit Throne Wars. Auf jeden Fall ist das ein richtig cooles Spiel. Wie gefällt dir das Spiel? Du hast es ja auch vorhin. Mir gefällt es ziemlich gut, auf jeden Fall. Dennis, kannst du mal wieder die Waffe da runternehmen? Wir machen da schon gute Werbung. Uns gefällt das Spiel sehr gut. Und also erstmal natürlich auch, weil es ein Kumpel von uns rausgebracht hat. Und falls ihr auf meinem Kanal auch schon gesehen habt, man kann halt viel machen. Also nebenbei, wenn ich in der Bahn sitze, kann ich da voll den Hampelmann raushauen. Genau, richtig. Und ich dachte mal einfach mal, wir können ja jetzt mal wirklich, wie wir gesagt haben, wir können aber jetzt die Sieve-Allianz gründen. Sieve-Allianz, ne, genau. Dann gründen wir. Lass uns mal so eine Sieve-Allianz da gründen. Also. Name? Sief, Digga. Sief mit Doppel-E. Sief. Einfach Sief, ne? Mhm. Also suchen nicht, wir wollen erstellen. Ah, gründen hier. Gründenallianz. Wer lesen kann, ist im Vorteil hier. So. Der Name Sief ist okay, das ist schon mal gut. Kürzel brauchen wir nicht, ne? Ne, Sief. Ist okay. Kurz genug. Gründen, Digga. Ja, das ist wie auch hier bei dem Thema. Man kann sich halt Münzen, also das Spiel ist halt kostenlos, aber man kann sich halt auch Münzen online kaufen. Richtig. Und da ist halt auch mal wieder die Frage, wie viel will man halt in das Spiel investieren? Man kann halt einfach der simple Typ sein, der aus Jux und Dollerei da seinen Spaß hat. Oder halt auch der sich alles kauft. Genau, also wer ein bisschen Geld ausgibt, ist klar ein bisschen im Vorteil auch. Aber muss halt nicht sein, man kann es auch alles selber so erarbeiten, sage ich mal. Cool, wie kann man hier zurück? Auf jeden Fall kann man sich hier so irgendwelche Unterkünfte bauen und was weiß ich, was kann man hier alles so bauen? Ja. Man kann sich sozusagen seine eigenen kleinen Städte bauen und dann kann man sich halt, kann man halt auch Soldaten rekrutieren und dann kann man halt andere Städte angreifen. Keine Ahnung, Dennis, genau. Ich weiß nicht, was da mit dir vorging, als du gerade das Spiel erstellt hast, aber... Aber im Großen und Ganzen ist das Spiel echt gar nicht mal so schlecht. Nein, auf jeden Fall. Also es ist einfach cool, weil man halt einfach nebenbei mal, wie gesagt, jetzt hier, wenn du auf der Arbeit bist und dein Chef da die ganze Zeit irgendwie rumquasseln kannst und deinen Tisch da gerade wieder deine Allianz ein bisschen damit den rumschakalackern, kannst halt auch andere angreifen und andere plündern. Und wie ich ja schon gesagt habe, wer schafft, mein Dorf zu plündern, bekommt ein Joso-T-Shirt. Joso oder Sief geht auch oder Hamburger Hänger oder was weiß ich. Aber oder Joso Stormwolf-T-Shirt. Das T-Shirt nass, will das keiner mehr haben, ne? Alles cool. Genau, also falls ihr Ads... Allianz war das oder was war das? Nee, mein Dorf. Allianz. Falls ihr sein Dorf irgendwie plündern könnt. Aber erst müsst ihr mich finden. Ja. Auf der Karte. Also, und falls ihr mich finden wollt, braucht ihr erstmal das Spiel. Der Link ist in der Beschreibung. Hier in iTunes. Oder ihr geht einfach ganz ehrlich in den App Store einfach Throne Wars ein. Genau, Throne Wars. Spuckt euer Display nicht zu voll dabei. Auf und dann ladet euch runter. Es ist halt kostenlos, wie gesagt. Da können wir kostenlos, ein bisschen drauf. Also, probiert es echt aus, Leute. Es macht echt Spaß. Ich dachte auch immer so, solche Spiele mag ich nicht. Aber es macht wirklich Spaß, muss ich echt zugeben. Deswegen einfach mal ausprobieren, runterladen und... Und Dennis, die 10 Kilo Chicken Wings, die du uns für das Video versprochen hast, die stehen heute Abend bereit. Genau, Dennis, nicht vergessen bitte. Ansonsten kommen wir mit in Kassel Moskau. Mit den Jungs ist nicht so zu Spaß. Das stimmt auch. Ich spreche aus Erfahrung. Was tut er? Was?